Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Equestrian The Game. Heute haben wir die dritte Folge und heute gehen wir endlich ausreiten. Ich konnte es nicht mehr erwarten, wir müssen heute unbedingt ausreiten gehen, ansonsten mache ich es alleine. Deswegen machen wir es einfach zusammen. Bevor wir aber ausreiten gehen können, müssen wir Amber erst vom Training abholen. Ich habe sie jetzt, glaube ich, ein paar Mal, ich bin mir gerade nicht sicher, wie oft, aber ich habe sie auf jeden Fall ein paar Mal ins Training geschickt. Sie hat jetzt ein bisschen besser Speed, Turnability und was hat sie noch? Boah, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich habe sie auf jeden Fall 2 oder 3 Mal oder so trainiert. Falls es euch interessiert, das sind im Moment ihre Werte. Sie hat ein bisschen mehr Stamina, Strength, Speed, Turnability und Responsiveness, glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wir sind definitiv auf einem guten Weg, dass sie ein gutes Pferd wird. Ich habe im Schnitt so unfassbar viel gelacht von meinem letzten Video. Ich verlinke es euch mal im i. Da bin ich ja, was soll ich sagen, Kreuzgalopp, ich weiß nicht warum, im Außengalopp gelaufen. Und mein Pferd ist natürlich dann nicht in die Richtung gegangen, in die ich sie richten wollte, weil sie ist überhaupt noch nicht trainiert, dass sie im Außengalopp irgendwas macht. Und ich musste so lachen, weil ich mir gedacht habe, so okay, ich frage mich gerade, warum mein Pferd nicht läuft, aber wie soll sie laufen, wenn sie im falschen Galopp rennt? Ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal, aber wir spielen ja noch nicht so lange. Achievements haben wir geschafft. Ich habe jetzt das letzte von Tier 5 freigeschalten. Das heißt, falls wir es heute noch schaffen, können wir das gleich gehen, dass wir das nächste dann freischalten können, also Tier 4, dass wir das dann schaffen können. Und ansonsten, glaube ich, ist nichts passiert. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich ausreiten kann. Oh, ja, ja, wartet. Would you like to go on a trail ride? Yes, I would like to. Mit Amber. What? Riding Hall, Training Grounds, Meadows, Kyoto. Also ich glaube, ich möchte einfach ausreiten. Ja, Kyotos Countryside, das ist ja cool. Also sonst kann ich nirgendwo hin. Ich kann, also wir sind quasi jetzt in Japan. Ist Kyoto in Japan? Also es sieht zumindest aus, ne? Wie in Japan oder in China oder so. Also wir sind da jetzt gerade zu Hause anscheinend. Dann geht's los. Oh mein Gott, das sind wir. Wartet mal ganz kurz. Grab Reins. Okay, wartet ganz kurz. Was ist hier? Walk, Beginner, Trot, Canter, Speed, Jump. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Wir graben jetzt als allererstes mal die Zügel. Okay, wir haben die Zügel. Wir möchten jetzt einfach mal im Schritt losgehen, glaube ich. Vielleicht ein bisschen schneller. Komm. Ein paar Sekunden später. Geht sie dann? Ja! Oh mein Gott, als ob. Okay. Nice. Wir können mal hier... Oh, können wir hier zum Schloss gehen? Ich meine, grundsätzlich sollten wir unser Pferd erstmal ein bisschen Schritt gehen, ein bisschen traben und dann galoppieren. Ihr wisst Bescheid. Aber... wir galoppieren jetzt einfach schon mal. Und ich kann leider Gottes... Ihr hört jetzt gerade, glaube ich, meine Maus, die jetzt gerade wild hin und her geht. Jetzt wartet mal. Fotomodus. Halt, halt. Nein, nein, nein. Bleib mal bitte stehen, Fräulein. Bleib mal bitte stehen. Stehen bleiben. Okay. Ich bin jetzt im Fotomodus. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt viel anders sehen kann. Ich sehe gefühlt gar nichts. Jetzt wartet mal, ich kann mich... Okay, ich kann mich hier bewegen. Aber ansonsten kann ich noch irgendwas machen? Ja, gut. Leaving Kyoto. Nein, nein, ich möchte nicht gehen. Ich möchte wieder raus aus diesem Fotomodus. Au! Wenn ich drücke, habe ich verschiedene... Kann ich verschiedene... Ah, oh, das ist voll süß. Wir können aber jetzt auch gehen, ne? Oh, guckt mal, das ist voll süß. Und jetzt können wir ein Foto machen. Wartet bitte. Jetzt können wir ein Foto machen. Ah, oh, das ist mega putzig. So, wir müssen jetzt ganz kurz rausfinden, wie wir diesen Fotomodus wieder verlassen können. Ich habe absolut keine Ahnung. Sind wir jetzt schon wieder aus dem Fotomodus draußen? Nee, ne? Jetzt wartet mal. Ach so, wir können einfach nur jetzt hier wechseln. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es erst verstanden. Okay, wir können hier... die Sichtweise ändern. Ah, warum kentern wir denn jetzt bitte? Entschuldigung, hallo. Ich wollte nicht... Hallo, Fräulein, Fräulein. Ja, gut. Ich habe mich vielleicht selber in dieses Problem gebracht. Ich gebe es eventuell zu.
Ich war ein bisschen zu begeistert mit diesem Fotomodus, bis ich rausgefunden habe, dass es kein Fotomodus ist, sondern letztendlich einfach nur ein Modus, wo ich ja ein bisschen besser mein Pferd sehen kann. So, wir galoppieren nochmal an. Very good. Okay, she's scared. Okay. Dann alles gut. Alles gut, dann nicht. Dann galoppieren wir vielleicht nicht. Komm. Komm. Okay, sie möchte nicht mehr traben. Okay. Okay, jetzt. Very good. Okay, wir sind jetzt hier oben auf der Burg. Es ist eine Burg, ich bin mir nicht sicher. Wir können hier oben auf jeden Fall nicht galoppieren, weil sie Angst hat, was nicht so schlimm ist. Wir müssen ihr, glaube ich, einfach alles so ein bisschen zeigen. Sie ist es, glaube ich, alles noch nicht gewöhnt. Warum galoppieren wir denn jetzt wieder? Das verstehe ich nicht ganz. Warum wir dann plötzlich anfangen zu galoppieren, ohne dass ich ihr das... Seht ihr? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gedrückt. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Okay, ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Okay, schade. So, hier hinten kamen wir nicht mehr weiter. Deswegen gehen wir jetzt auf eine andere Seite. Jetzt hat sie schon wieder Angst. Oh, mein Pferd ist so ein Schisser, Alter. Wir sind jetzt mittlerweile im schnellsten Galopp. Also im Moment kann ich nicht schneller gehen. Und das funktioniert jetzt ganz gut. Sie war jetzt gerade vorhin, hat sie ein bisschen Angst gehabt. Und da habe ich sie einfach ein bisschen beruhigt. Seht ihr das? Wenn ich sie ein bisschen beruhige, dann wird es ein bisschen besser. Aber in neuen Gegenden habe ich das Gefühl, hat sie einfach immer ein bisschen Angst. Was irgendwie mega cool ist, weil kann halt definitiv auch im Real Life passieren. Oh, da hinten ist wieder eine Brücke. Ich bin jetzt mega krass gespannt. Wir wechseln mal ganz kurz den Galopp. Und dann bewegen wir uns hier langsam hin und sagen ganz ruhig, ganz ruhig. Brümer, Brümer, Brümer. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das machst du super, machst du das. Oh mein Gott, sie ist ein bisschen, sie hat ein bisschen Angst. Ich würde jetzt gerne gerade die Perspektive ändern, aber kann ich gerade nicht, weil ich bin letztendlich einfach nur beschäftigt, sie zu beruhigen. Das ist schon richtig gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Oh, so, jetzt haben wir eine andere Perspektive und sie ist immer noch mega, mega ängstlich. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht einfach schnell von der Brücke runtergehen sollten, aber ich befürchte, wenn wir jetzt losgehen... Ja, okay, das funktioniert. Okay, okay, Brümer, machst du das? Ganz fein. Okay, wir mussten einfach weitergehen. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Und jetzt hat sie es gelernt. Guckt mal. Jetzt freut sie sich. Also, oder ich freue mich. Je nachdem. Das ist mega cool. Eine Minute, 37 Sekunden später. Prima. Ganz fein. Oha, habt ihr gesehen, wir konnten jetzt hier gerade schon im Trab über dieses Hindernis. Aber ich kann euch immer noch nicht sagen, aus welchem Grund wir immer schneller werden. Ich habe jetzt nichts dran. Also weder am Keyboard noch auf der Maus und wir werden trotzdem immer schneller. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Falls das jemand von euch weiß, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, warum wir eigentlich immer permanent schneller werden. Ich habe mich noch nicht wirklich an die Steuerung gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es teilweise noch ein bisschen schwierig, die Steuerung so hinzubekommen, dass das alles gut passt. Ganz ruhig. So, ich würde gerne... Ja, genau. Ich würde gerne hier wieder trabend rübergehen und einfach immer ein bisschen loben. Und ich glaube, dass sie das dann irgendwann hinbekommt. Jawohl. Brümer. Okay, dann galoppieren wir nochmal an und gehen mal noch in eine andere Richtung. Vielleicht finden wir auch irgendwas, wo nicht die ganze Zeit irgendwelche Brücken sind. Das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter mit ihr üben. Aber ja, wir wollen natürlich jetzt nicht nur Brücken üben. Boah, das sieht mega schön aus. Guckt mal. Ah, die kleine Maus. Eine Ewigkeit später. Wow. Habt ihr das gerade gesehen, wie viele Mentality Points wir gerade bekommen haben? Ich meine, ich glaube, ich war relativ lange ausreiten. Ich habe euch ein paar Sachen rausschneiden müssen, weil mein Hund musste raus. Und da war es hier gerade ein bisschen laut. Aber das ist mega cool.
Wir sind jetzt 16, also genauso viel wie bei dem Training, das wir hatten. Das war cool. So, nachdem es so richtig gut funktioniert hat beim Ausritt, nicht, gehen wir jetzt nochmal hier die Global Horse Maiden. Und zwar das letzte. Ich habe Maiden Shikibu 40 bis 60 heute am iPad abgeschlossen. Ich persönlich finde es am iPad 1000-mal intuitiver zu lenken als wie am PC. Ich bin aber jetzt persönlich kein PC-Spieler. Für alle, die mich kennen, die wissen, ich nehme am PC auf, aber alles andere, wenn ich das woanders spielen kann, dann tue ich das. Aber wir probieren es einfach jetzt mal mit dem PC und falls ich es mit dem PC nicht hinbekomme, dann mache ich es einfach später am iPad, dass wir dann beim nächsten Mal die Tier 4 oder so gehen können. This is the Qualifier Course. Our results from this course will display on the Global Leaderboard. If we get a clear round, we'll unlock the next tier's course. Okay, wir müssen wieder null Penalties haben, also keine Strafen. Dann können wir Tier 4 gehen. Und es ist mega wichtig, weil wir hier nicht mehr XP bekommen oder nicht viel XP. Let's go. Okay, dann wählen wir welchen Galopp? Ich glaube, den Galopp müssen wir wählen, weil wir müssen jetzt hier gleich auf die Seite. Okay. Das ist so... Ich muss so früh hier klicken auf BlueStacks. Viel eher wie am iPad. Okay, wir sind immer noch im einigermaßen richtigen Galopp. Passt schon. Du bist gar nicht aufgepasst. Oh, Gottes Willen, viel zu spät. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst, aber ist nicht so schlimm. Um Gottes Willen, ich komme hier nicht rum. Aber ich war doch im richtigen Galopp, oder nicht? War ich nicht im richtigen Galopp? Ich glaube, ich war im richtigen Galopp. Vielleicht habe ich mich einfach nur angestellt. Ach Mann, Leute von heute. Okay, ich glaube, wir müssen es einfach dann nochmal machen. Ich habe null Penalties bekommen. Wie habe ich denn bitte null Penalties bekommen? Ich habe mich einfach nur angestellt und deswegen habe ich keine... Ich bekomme nur Penalties, wenn ich mich anstelle, während ich springe. Das ist ja cool. Since we got a clear round on the final maiden course, we have unlocked the novice tier. Cool. We need to have a tier 4 horse novice to enter. Ja, sie ist ja eins, ne? Sie ist ja ein novice horse, glaube ich zumindest. Oha, die haben 23 Sekunden. Okay, bei denen läuft richtig. Und wir bekommen wieder 50 Dollar oder Euro. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, wie ich es nennen möchte. Und ja, hier für 4 auf 3 brauchen wir ein bisschen. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil wir können es ja noch nicht wirklich und dann können wir noch ein bisschen üben. Als letztes sind wir jetzt noch in der Riding Arena, in der Reithalle. Und ich möchte die kleine Maus noch ein bisschen trainieren, denn sie hat noch ein bisschen Energie. Und warum sollten wir sie dann nicht trainieren, wenn sie noch ein bisschen Energie hat? Ich überlege gerade, was. Ich würde sie gern in Speed, in Turnability und in Trot auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Im Galopp theoretisch auch. Also wir brauchen alles Mögliche. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir letztendlich hier alles trainieren können. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Wir gucken mal beim Jumping. Speed und Jump brauchen wir auch nicht. Positioning. Da haben wir Turnability zumindest dabei. Timed Course ist Speed und Turnability. Oh, cool. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall jetzt nehmen. Und beim nächsten Mal nehme ich dann, glaube ich, Trot und Canter, weil irgendwie kann ich die auch zusammen trainieren. Aber wir trainieren jetzt einfach mal die beiden Sachen. Das dauert auch nur 10 Minuten bei den Beginnern, was ziemlich cool ist. Und in 10 Minuten kann ich die kleine Maus dann wieder abholen. Dann danke ich euch aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!